So, die letzte Folge sind wir von Hagen Nazi verraten worden. Sicher nicht, das sieht alles gänzlich gleich aus, wenn wir die Level abschnitten können. Zuerst killen wir wahrscheinlich mal die Nazis. Hui. Aua. Nazi Goreng. Gut. Glaube ich. Relativ safe, glaube ich. Ah, da ist er. Jetzt glaube ich für meine Waffe, glaube Munition. Das heisst, ich kann mal mit der arbeiten. Nee, ich hab wohl Munition aufnehmen. Weg mit den Waffen, Verschüchtern! Lass du deine Fallen, Bordsfresser! Ruski, Ruski! SS-Division alle gemacht. Glaubst du, da schrecken mich ein paar Kommis? Jetzt kommen die Russen noch ins Spiel. Halleluja! Ihr seid Amerikaner? Und Archäologen. Und wo sind deine Schaufeln und Pinsel? Archäologin? Wenn sie hinter den Deutschen hier sind, kommen sie zu spät, Genosse. Die sind schon weg. Spar dir die Lügen, Miss Archäologin. Herr mit dem Artefakt! Pech gehabt, Genosse. Wenn du willst, schnapp dir den dürren Deutschen. Er hat es sich geschnappt und uns hier zurückgelassen. Na gut, erzählt uns alles. Ergebt euch, es wird euch nicht passieren. Das wird der auch noch Bossfight-Typ. Ihr habt mein Wort als Oberst der Roten Armee. In Ordnung, nicht schießen. Was? Nach all dem sollen wir uns einfach ergeben? Hagen hat beide Fragmente des Herzens. Lassen wir uns von denen hier rausbringen. Du findest nachher bestimmt einen Weg, wie wir fliehen können. Heute überleben, morgen kämpfen. Aha. Der Mensch muss sterben. Im schlimmsten Falle stirbt er etwas früher. Ich hatte das Artefakt verloren, das Mädchen und den Kampf. Jetzt hatte ich nichts mehr zu verlieren, außer meinem Leben. Aber so weit würde ich es nicht kommen lassen. Was ist das Artefakt? Warum suchen die Faschisten danach? Warum sind sie nach Südamerika unterwegs? Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen. Schwachsinn! Ich habe die Karte bei ihnen gefunden. Und schön langsam gehen mir Geduld und Wörter aus, Miss Archäologin. Wir können auch anders. Die Nazis haben uns ebenfalls bedroht. Was ist nochmal der Unterschied zwischen euch? Sie ungebildeter Barbar! Barbar? Hände weg von hier! Lassen Sie uns eine kleine Tour durch mein unterirdisches Königreich machen. Und wenn du siehst, was wir hier unten erschaffen haben, frage ich dich nochmal, ob das hier das Werk von Barbaren ist. Und du, erzähl meinen Soldaten lieber alles, was du weißt und du leben willst. Frauen! Sind hier Mangelware. Aber du? Was soll ich mit dir? Выбейте из него все. Если сдохнет, туда ему и дорога. Was soll ich machen? Kann ich machen? Quick Time Event. Hurra! Hurra!
brauche ich nur noch ein paar Waffen. Nächstens habe ich wieder einen Revolver wieder. Meine geile Schusswaffe ist weg. Moment. Hier ist ein Schätzchen. Ich mache die mal kaputt, falls da irgendwo Strom dran hängt. Man weiß es nicht. Suchen wir dieses russische Stereotyp. Kannst du den Mur kaputt machen? Es sieht ein bisschen so aus. Oder ist das vom Levelbau? Man sieht hier so eine Linie, wenn man gut schaut. Und hier ist auch eine Linie. Aber bringe ich Granaten? Habe ich wahrscheinlich noch keine, oder? Nein. Ist doch eindeutig hier ein Block. Und hier. Aber es kann sein, dass es für Programmierung ist. Das ist so designt, wobei hier sehe ich die Linie nie. Da ist eindeutig ein Durchgang. Aber ich brauche dringend Dynamit, wenn ich das auftue. Und ich habe hier kein Dynamit. Natürlich sieht es so vom Levelbau her ist nicht gut gemacht ist. Aber für mich ist dort die Tür. Zu. Ja, das ist wahrscheinlich düster, da muss hier der Schatz sein. Das ist hier. Ich gehe nicht auf. Lässt sich nicht öffnen. Schlüssel. Mit einem Schlüssel genommen, und ich kann Sachen auftun. Oder geht der nur? Das ist schon cool, dass du den nicht übersehst, den Schlüssel. Ah. Das Übliche. So, dann gehen wir zurück zum verschlossenen Türen. Die Geschichte. Keine Schätze. Coole Waffe wäre mal noch geil.
die einen nach dem anderen. Ah, oh, der lebt noch. Und Granate kommt. Da ist schon wieder einer. Wo kommst du denn her? Wo ist denn der jetzt hergekommen? Sieht es eigentlich aus mit Muni. 80 Schuss, so klein. Weg für die Waffe. Und nochmal. Was geht hier? Können wir etwas? Nein, können wir nicht. Leider können wir gar nichts. Ui, die tauchen auf und tauchen wieder unter und dort ist ein Schatz, was man nicht anzeigt, was soll das? Dann ist ein Schatz und auf meinem Anzeigeding gar nichts. Zum Kotzen, das hasse ich. Jetzt fängt das Spiel die eigenen Regeln an zu ändern. Und wir finden mit unserem Ding Frau. Siehst du das? Wie soll das gehen? Da? Jetzt geht er hier unter. Aber ich habe keinen Ersatz. Wenn ich wieder aufspringe. Dort hinten. Dort. Sind die unregelmäßig? Wo ist der Gegner? Wo sind die Gegners? Ich sehe ihn nicht mal. Dort ist er. Luftjagd, aber da passiert gar nichts. Die Pistole mag nicht so weit. Die jagt endlich in die Luft. So. Okay. Oh, und jetzt? Wohin? Ja, super. Es zeigt es mir nicht einmal an, auf dem Dings, auf dem... zum Kotzechten. Oh, zum Glück hat es da einen Speicherpunkt gegeben. Sie waren noch nicht einmal alarmiert gewesen. Jetzt kommt auch die Musik nicht mehr, trotzdem bekämpft werden. Das Spiel ändert auf einmal alle Regeln im Fall. Musik ist weg. Ja. Um. Goddammit. Da oben schon wieder einer, oder? Einer ist gut. Ganze hohe Truppe.
Scheissische Boden, Junge. Aber da, ey. Ich weiß nicht, ob das Timing muss stimmen. Was ist jetzt da wieder? Und jetzt... Wow, nicht dreht er so ab. Nicht springt er nicht. Das Falsche springt er nicht. Jetzt lasse ich die aber stehen. Da dreht es die so da drauf. Und jetzt? Gehe ich unter. Kein Wunder zeigt es dir das nicht an. Das ist irgendwie... Aber warum zeigt es dir auf dem Kompass nicht mehr alle Rätsel an? Was soll das Shit? Ah, jetzt wäre es gut gewesen, jetzt wären alle vier. Die kommen unregelmäßig. Was kommt der? Das ist... Scheiße. Jetzt kommen die zu früh, die gehen auch wieder... Das reicht auch nicht. Wenn er auch nur ein bisschen im Wasser ist, gilt es als Vertrinken. Ich glaube es, wer will. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, super. Das reicht nie mehr. Jetzt müsstest du da raufkommen. Am Anfang sind sie genau richtig, aber es reicht nicht. Sie sinken gerade ab. Da. Der erste geht nicht weg. Und wenn ich auf die Kiste hüpfe, das geht nicht. Der bleibt dafür jetzt mega lang. Wenn ich das dann leuchten, sie wenigstens gut. Bis der raufkommt, geht die schon wieder runter. Die zwei. Wir sinken wieder. Das ist zum Kotzen. Am Anfang sind sie alle richtig und dann sind sie nur noch falsch. Und schon geht's nicht mehr. Und dann hüpft er auch nicht. Er springt nicht immer ab. Wenn es irgendwie nicht stimmt, springt er nicht ab. Es bringt nichts, jetzt drauf zu springen, weil... Da kommen wir nie nachher. Da über dem anderen nicht. Ah, hier drauf hätte ich nicht können. Okay. Zum Teil sinkt es schnell ab und nichts ist rum. Was ist das für ein Rückweg? Kann ich den hier direkt nehmen? Dort, von dort hin kann ich aber... So, jetzt hier rüber. Bis die mal stimmen, dass du weiterkommst. Das ist so. Und eben wie gesagt, auf dem. Das zeigt es dir nicht auf dem Kompass, oder? So, jetzt da. Und jetzt? Komm, wir sind kap. Uiuiui. Jetzt da und. Nein!